Hallo liebe Freunde von Kalias Bierkalender, 13. Dezember, wir öffnen Türchen Nummer 13, das befindet sich da, machen wir es gleich mal auf, was haben wir da für ein Bier, Neufeldner Bier, also ein Mühlviertler Bier, von der Neufeldner Biobrauerei, das Hopferl, geht davon aus, dass das ein hopfenbedanktes Bier ist, wenn es schon so heißt. Das natürliche Vollbier aus der ersten Biobrauerei Oberösterreich wird aus Mühlviertler Granitwasser gebraut. Damit vereinen wir reinsten Biergenuss mit der ursprünglichen Brautradition des Mühlviertels. Wasser, Bio-Gerstenmalz, Bio-Weizenmalz, Bio-Hopfen-Hefe, Stammwürze 12,3. 5,2 Alkohol. Probieren wir es einfach einmal. Biobrauerei. Ja, von der Farbe würde ich sagen, ist leicht rötlich-orange, ganz fein. Schaum hat es nicht recht viel gemacht, aber es hat einen feinbohrigen Schaum, der oben ein bisschen grobbohrig ist, aber in der Struktur ist er feinbohrig. Und er ist weiß, komplett weiß. Probieren wir es einmal. Ja, untergärig natürlich. Oder leichte Hopfenaromatik, aber auch diese Karamell vom Malz ist gut erkennbar. Probieren wir es einfach einmal. Es ist sehr voluminös, es ist dicht, hat eine ganz dezente Rezenz, also nicht aufdringlich vom Kohlensäureprickeln, wirkt fast ein wenig cremig, ölig. Spannend für so wenig Alkohol eigentlich und für untergäriges Bier. Probieren wir es nochmal. Ja, dem Namen Hopferl wird es nicht recht gerecht. Es ist kaum eine Hopfenaromatik erkennbar, kaum eine bittere. Erst ganz am Ende im Abgang kommt eine dezente bittere, die dann auch ein bisschen nachhängt, aber die nicht garzig ist oder irgendwas, sondern eher angenehm. Wie es halt für ein Bier ist, aber ein echtes Hopfenaroma erkenne ich leider nicht, für das, dass es sich Hopfen nennt. Es ist halt auch so, dass sie die Hopfenaromatik abbaut. Ich weiß jetzt nicht, wie frisch das Bier ist oder eben nicht frisch, aber da ist eher in meiner Wahrnehmung das Malz im Vordergrund. Ja, je mehr das man trinkt, desto früher kommt die Bittere, aber kaum ein Aroma hopfen. Gut, insgesamt ist es ein angenehmes Bier. Das war es soweit, nicht vergessen. Da einmal ein Hoch, Kanal abonnieren und auf ein Bier. Grüß Gott! Grüß Gott!